Nach einem furchtbaren Streit mit seiner Ehefrau erwacht Thorsten Brune am nächsten Morgen in einem Blutbad. Claudia? Claudia, bist du da? Die Ehefrau ist wie vom Erdboden verschluckt. Und die Spuren sprechen für ein furchtbares Massaker. Aus Panik flieht Thorsten vor der Polizei und begeht einen fatalen Fehler. Wer sind Sie? In der Kasse ist nur Wechselgeld. Ich will Ihr Geld nicht. Der Mandant hält da drin drei Geiseln gefangen. Thorsten Brune hat keine Erinnerung an die Tatnacht, aber eine Theorie. Ich habe das Gefühl, dass irgendjemand in die Schuhe schieben will. Mein Name ist Christian Vorländer. Und ich werde herausfinden, ob mein Mandant Opfer oder doch Täter ist. Claudia und Thorsten Brune haben schon seit längerer Zeit Eheprobleme und streiten häufig. Als eines Abends ein Streit eskaliert, gerät Claudia in Panik. Sie fürchtet, dass ihr Mann Thorsten sie umbringen will. Hallo, hier ist die Mailbox von Thea Heidmann. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Piep. Thea, ich bin's, Claudia. Wo bist du denn? Thorsten ist wieder total besoffen. Und jetzt flippt der aus. Er hat gerade seine Axt aus der Garage geholt. Bitte, hilf mir. Der bringt mich um. Nein, Thorsten! Claudia? Claudia, bist du da? Du Scheiße, was ist hier passiert? Claudia? Claudia, wenn du die Nachricht abhörst, dann ruf mich sofort zurück. Ist irgendwas passiert und ich habe keine Ahnung was? Okay, ruf mich bitte zurück. Scheiße. Hier ist die Polizei, aufmachen! Sonst müssen wir die Tür aufbrechen. Hier ist die Polizei. Bitte macht ihr die Tür auf. Zieht dort im oberen Bereich. Was ist denn hier passiert? Sieht ja aus wie nach einem Massaker. Thea Heidmann hatte wohl recht. Der Anruf ihrer Schwester auf der Mailbox war kein Scherz. Die hatte wirklich Angst um ihr Leben. Das Ehepaar sein. Thorsten und Claudia Brune. Ach du Scheiße. Wie sieht's im restlichen Haus aus? Also im Bad sieht's ganz genauso aus, sonst alles normal. War da jemand? Nee, da ist niemand. Ganz sicher? Keine Leiche, gar nichts? Nein, da ist niemand. Weder tot noch lebendig. Hey. Von diesem Handy hat vor nicht mal 3 Minuten jemand telefoniert. Der muss doch gerade abgehauen sein. Der wird uns gesehen haben. Der ist da hinten raus.
Ja, los hinterher. Der kann auch noch nicht weit sein. Und ruf bitte in der Zentrale an, die soll eine Fahndung einleiten nach Thorsten Brune. Geht klar. Thorsten Brune ist Polizist. Was? Der ist ein Kollege von uns und er bringt seine Frau um? Wir sollten den Kollegen nicht vorverurteilen. Bisher haben wir ja keine Leiche gefunden. Und das Wohnzimmer sieht aus wie ein Schlachtfeld. Und der Anruf von Frau Brune auf der Mailbox war eindeutig. Und er ist sicher nicht geflohen, weil er unschuldig ist. Also, findet ihn. Chef, ich glaube, wir haben ihn. Was heißt, ihr glaubt? Ist das oder ist das nicht? Sieht dem auf dem Foto auf jeden Fall ähnlich. Ja, doch, das ist er. Okay, wo seid ihr? Der ist in ein Sportvereinsheim getürmt. Der will sich da wahrscheinlich verstecken. Welches Vereinsheim? Das in der Straße. Okay, lasst ihn da nicht mehr weg. Ich bin gleich bei euch. Im Vereinsheim sind die Pächter Sebastian und Ingrid Reuter gerade dabei, ihre Gaststätte zu öffnen. Auch die Angestellte Tina Schuster erscheint pünktlich zur Arbeit. Doch das wird für die drei alles andere als ein normaler Arbeitstag. Na, wie geht's? Alles gut? Ja, ja. Bei dir? Auch gut. Ja. Mein Gott, wer sind Sie? Was wollen Sie? In der Kasse ist nur Wechselgeld. Aber bitte, bitte nehmen Sie es. Halten Sie die Klappe weg! Tun Sie uns nichts. Komm, vor. Und ihr bleibt da. Entschuldigung. Okay, okay. Entschuldigung. Sie setzen sich jetzt einfach dahin, okay? Und Sie sind bitte ruhig. Die Polizisten haben die Umgebung gesichert und das Vereinsheim observiert. Durch ein Fenster konnten sie erkennen, dass der flüchtige Thorsten Brune drei Personen mit seiner Waffe bedroht. Kommissar Sendling muss nun über das weitere Vorgehen entscheiden. Und? Er ist nicht allein. Könnte eine Geiselnahme werden. Scheiße. Ja, Sendling hier. Wir haben hier eine Geiselnahme. Ich brauche sofort das SEK. Komplettes Programm mit Scharfschützen. Vereinsheim in der Straße. Was will der bloß? Telefon. Hey, stopp. Ich mach das. Hallo? Hier ist Oberkommissar Sendling. Spreche ich mit Thorsten Brune? Was wollen Sie? Ganz ruhig, Herr Brune. Wir sind doch Kollegen, Sie kennen sich doch aus. Eine Geiselnahme geht nie gut aus. Geben Sie auf. Ich werde doch nicht aufgeben. Was wollen Sie überhaupt? Verschwinden Sie und es wird niemandem was passieren. Sie wissen, dass das nicht passieren wird. Seien Sie doch vernünftig. Ich soll vernünftig sein? Was wollen Sie von mir, Mensch? Herr Brune, das wissen Sie doch. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nur, dass ich heute Morgen in meinem Haus aufgewacht bin und alles voller Blut war. Dann standen Sie vor meiner Tür und dann machen Sie Jagd auf mich. Was wollen Sie? Haben Sie Ihre Frau getötet? Meine Frau ist tot. Sagen Sie es mir. Ich weiß es nicht. Ach, kommen Sie. Wir haben das Blut gesehen. Wir wissen, dass Sie Streit hatten und Ihre Frau panisch bei Ihrer Schwester angerufen hat. Wir hatten Streit, ja, aber deswegen bringe ich doch nicht meine Frau um. Gut. Vielleicht ist das ja alles nur ein blödes Missverständnis. Warum kommen Sie nicht raus? Und wir klären das zusammen. Vergessen Sie's! Rudolf Schmitz, guten Morgen. Guten Morgen. Sie leiten bisher den Einsatz? Oberkommissar Sendling, passen Sie auf. Die Lage ist extrem gefährlich. Der Verdächtige ist bewaffnet und in Panik. Und es ist ein Kollege von uns. Was? Also bitte größte Vorsicht. Okay, Trupp 1 und 2 trotzdem auf Position, jetzt. Und bitte, keine Alleingänge. Thank you.
Christian Vorländer hat Thorsten Brune vor einigen Jahren bei einer Ermittlung kennengelernt. Deswegen ist der Anwalt nicht überrascht, als er einen Anruf von dem Polizisten bekommt. Rechtsanwalt Vorländer? Ja, hallo, Christian. Hier ist Thorsten. Thorsten Brune. Ah, Thorsten. Lange nichts mehr gehört. Ich muss dich unbedingt sehen. Ich bin im Sportvereinsheim in der Steinstraße. Das trifft sich gut. Ich bin eh in der Nähe. Lass uns einen Kaffee trinken. Also die Sache ist ein bisschen anders. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Riesenproblem. Ich brauche dich als Anwalt. Okay, jetzt mal ganz in Ruhe. Was ist denn passiert? Die Polizei ist hinter mir her. Deine Kollegen? Was hast du denn angestellt? Nichts. Also glaube ich zumindest. Aber jetzt habe ich 3 Geiseln genommen. Du hast was? 3 Geiseln genommen? Okay, verstehe. Du bist ja immer für einen Scherz zu haben. Christian, das ist kein Spaß. Die Sache ist, ich weiß nicht, irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Ich brauche deine Hilfe, ehrlich. Und du willst mich nicht auf den Arm nehmen? Du hast wirklich 3 Geiseln genommen? Ich kann dir das jetzt nicht so genau erklären. Da war überall Blut und die Axt und Claudia ist verschwunden. Und dann, ich weiß nicht, dann kamen irgendwie die Kollegen und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe mir eine Waffe geschnappt und... Du bleibst jetzt ganz ruhig, ja? Verstanden? Ich mache mich sofort auf den Weg zu dir. Guten Tag, jetzt einmal voll. Lassen Sie mich durch. Ich bin der Anwalt von meinem. Wer ist denn hier der Einsatzleiter? Oberkommissar Sendling, bitte treten Sie zurück. Wir brauchen jetzt keine Journalisten. Ich bin kein Journalist. Mein Name ist Christian Vorländer. Ich bin der Anwalt von Herrn Brune. Ah, der Anwalt. Das ging aber schnell. Dann ist die Schuldfrage jetzt wohl geklärt. Können Sie mir vielleicht erst mal sagen, was gegen meinen Mandanten vorliegt? Ja, Ihr Mandant hält da drin 3 Geiseln gefangen. Wie ist es denn dazu gekommen? Wir haben heute Morgen einen Notruf erhalten. Von der Schwester von Brunes Ehefrau. Die hat in der Nacht einen Hilferuf abgesetzt auf ihrer Mailbox. Die Schwester hat die Mailbox aber erst am Morgen abgehört. Als wir an dem Haus ankamen, sah es aus wie auf einem Schlachtfeld. Überall Blut. Ja, glauben Sie denn, der Herr Brune hat seine Frau umgebracht? Ich sag mal so, es fällt mir schwer, irgendwas anderes zu glauben. Ich kenne ihn gut. Ich traue ihm das einfach nicht zu. Ja, aber warum ist er dann abgehauen und hält jetzt da drin Geiseln gefangen? Das kann ich mir auch nicht erklären. Also wenn Sie mich fragen, seine Frau ist tot. Ja, haben Sie denn Ihre Leiche gefunden? Nein, noch nicht. Aber die Spurensicherung ist vor Ort. Hatten Sie mich angerufen? Frau Thea Heidmann? Ja, hallo. Oberkommissar Sendling. Bitte, wie geht's meiner Schwester? Wo ist sie? Wir wissen noch nichts genau, es tut mir leid. Aber bitte gehen Sie doch schon mal zu meinem Kollegen darüber. Ich bin gleich bei Ihnen, ja? Danke. Ich möchte gerne ins Vereinsheim. Ich muss mit meinem Mandanten reden. Auf keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Ich kenne ihn gut. Ich bin mir sicher, dass er mir nichts tun wird. Und vielleicht kann ich ihn dazu bewegen, aufzugeben. Jetzt ist aber gut. Du kannst die Hand meines Mannes wieder loslassen. Ach ja? Lass gut sein, Tina. Wahrscheinlich sind wir eh bald alle tot. Was soll da noch dieses ganze Versteckspiel? Versteckspiel? Könntet ihr einfach mal ruhig sein? Geht das? Sag deiner Frau doch endlich, dass wir uns beide lieben und ein neues Leben anfangen wollen. Das wolltest du doch schon die ganze Zeit tun. Von was redet dieses Flittchen? Schatz, ich kann dir das erklären. Es ist einfach so passiert. Es war nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges? Einfach so passiert? Jetzt seid doch mal bei dir ruhig. Wir haben hier wirklich andere Sorgen. Auf den Punkt gebracht. Könntet ihr einfach eure Klappe halten? Ja. Wie konntest du nur? Christian, schön, dass du da bist. Kannst du mir mal erklären, was hier los ist? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte einen Blackout gehabt. Ich war gestern Abend in irgendeiner Bar was trinken gewesen, ein Bier. Dann bin ich nach Hause, hab einen Saft getrunken. Ich habe aber das Gefühl, dass mir irgendjemand etwas in dieses Bier reingemacht hat. K.O.-Tropfen oder so. Okay, ich glaub dir ja. Aber warum bist du dann abgehauen und nimmst hier Geiseln? Christian Vorländer weiß, dass die Situation sich immer weiter zuspitzt. Noch ein Fehler seines Mandanten und das SEK stürmt den Raum. Es ist alles ein bisschen scheiße gelaufen, ich weiß, aber ich bin heute Morgen aufgewacht und alles war voller Blut. Und dann standen meine Kollegen vor der Tür und haben irgendeine Jagd auf mich gemacht. Ich bin abgehauen und irgendwie hier reingeraten. Dann bist du hier gelandet. Ja. Sag mal, ist irgendwas mit Claudia passiert? Ich,
Ich meine, geht's dir gut? Ich habe das Gefühl, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und dass sie mir das in die Schuhe schieben wollen. Jetzt sag mir mal, das stimmt, was du da sagst. Wer sollte dir da was anhängen wollen? Keine Ahnung. Vielleicht dieser Vergewaltiger, Horst Schneider. Den habe ich vor ein paar Jahren in den Knast gebracht und er hat mir gesagt, wenn er rauskommt, will er sich an mir rächen. Oder die Schwester von Claudia, Thea. Deine Schwägerin? Ja. Bevor ich mit Claudia zusammenkam, war ich mit Thea zusammen und sie hat es wahrscheinlich nicht ganz gut verkraftet, dass ich mit ihrer Schwester zusammen bin. Keine Ahnung, erst vor kurzem hatten wir wieder Streit deswegen. Ach komm, Thorsten. Thorsten, es macht doch keinen Sinn mehr, an irgendwas festzuhalten, was doch schon längst nicht mehr funktioniert. Das musst doch sogar du einsehen. Wovon redest du eigentlich? Deine Ehe mit Claudia ist kaputt, das weiß doch jeder. Nur du willst das nicht akzeptieren. Okay, wir streiten uns. Vielleicht ein bisschen mehr als andere, na und? Thorsten, ich liebe dich noch. Und wir könnten doch jetzt zusammen ganz neu anfangen. Tia, hör's mal zu. Mach einfach mal die Ohren auf. Ich liebe Claudia. Hm? Das bildest du dir doch nur ein. Claudia liebt dich schon lange nicht mehr, das weiß ich ganz sicher. Ich habe keine Gefühle für dich. Und da wird auch nie wieder irgendetwas entstehen, verstehst du? Ich wüsste da schon so eine Möglichkeit, wie wir vielleicht deine Gefühle ganz schnell wiederbeleben könnten. Du machst dich gerade richtig lächerlich. Mach deine Bluse wieder zu und geh raus. Und mach die Tür von draußen zu. Ist das dein Ernst? Genau, das ist mein Ernst, ja. Und jetzt raus, Claudia kommt gleich. Oh, das wirst du so bereuen, Thorsten, das wirst du so bereuen. Es könnte ein Motiv sein. Ja. Ja, ich glaube, sie will sich an mir rächen. Okay, ich schlag vor, wir gehen jetzt gemeinsam raus und du erklärst es deinen Kollegen, okay? Vergiss es, vergiss es. Für meine Kollegen bin ich der Täter. Ich habe gar keine Chance. Die Indizien sprechen gegen mich. Also gut, dann spreche ich jetzt zuerst mal mit dem Oberkommissar Sendling. Okay, aber denk bitte dran. Prüfe diesen Horst Schneider. Und auch, ob der ein Alibi für gestern Nacht hat. Ich kümmere mich drum. Mach dir keine Sorgen. Und du baust jetzt hier keinen Mist. Verstanden? Christian Vorländer konnte seinen Mandanten nicht dazu überreden, seine Geiseln freizulassen. Thorsten Brune will erst wissen, was mit seiner Frau passiert ist. Er ist überzeugt davon, dass ihn jemand reinlegen will. Mein Mandant beteuert seine Unschuld. Sie glauben ihm doch nicht etwa? Ich glaube, wir wissen einfach noch gar nicht, was wirklich passiert ist. Ich glaube, Ihr Mandant ist nicht ohne Grund abgehauen. Er hat überreagiert. Er ist überfordert, das sieht er inzwischen selber ein. Aber er sagt, dass ihm wohl K.O.-Tropfen eingeflößt worden sind und dass ihm da jemand was anhängen möchte. Ja klar, der große Unbekannte. Das glauben Sie ihm? Können Sie das hundertprozentig ausschließen? Wer soll es denn seiner Meinung nach gewesen sein? Da gab es mal eine Festnahme. Horst Schneider, ein Vergewaltiger. Der hat geschworen, sich an ihm zu rächen. Okay, wir überprüfen das. Und dann ist da noch diese Thea Heidmann. Die hätte auch ein Motiv. Die ist unsterblich in Thorsten Brune verliebt. Und der hat sie zurückgewiesen. Die Rache einer zurückgewiesenen Frau? Puh, ich weiß nicht. Am besten, wir sollten gleich mal mit dieser Frau Heidmann sprechen. Frau Heidmann ist gerade gegangen. Warum? Sie hat gesagt, sie hat noch was Wichtiges zu erledigen. Zuerst ist sie außer sich vor Sorge um ihre Schwester und jetzt hat sie irgendwas Wichtiges zu erledigen? Also mir kommt das verdächtig vor. Ja, Sie haben recht. Irgendwie merkwürdig. Sekunde bitte, ich muss kurz telefonieren. Die Spurensicherung der Polizei ist fast abgeschlossen. Leider sprechen die neuen Erkenntnisse eine eindeutige Sprache. Im Haus der Brunes wurde jemand getötet und der Täter muss äußerst brutal vorgegangen sein. Ja, hallo? Habt ihr schon was für mich? Wir haben noch keine Leiche, aber im Bad haben wir abgerissene Hautlappen von einer rotblonden Person gefunden. Ich bin mir sicher, dass uns die DNA-Analyse bestätigen wird, dass es sich um die Haut von Frau Brunner handelt. Was macht dich da so sicher? Na, im Haus sind überall Kammspuren. Außerdem haben wir frische Schlammspuren am Wagen des Verdächtigen gefunden. Und im Wagen sind es Blutspuren, ein dreckiger Spaten und benutzte Müllsäcke. Du meinst, Herr Brune hat seine Frau im Bad zerstückelt und dann im Wald vergraben? Sieht so aus. Wir werden hier soweit fertig und drücken dann gleich ab. Wir machen uns dann gleich auf die Suche nach der Leiche. Okay. Ach ja, auf der Treppe haben wir noch Erbrochenes gefunden. Ja, sofort ins Labor damit. Und sag denen, sie sollen sich beeilen, bitte. Okay, sage ich denen. Das war die Spurensicherung. Sie sind sich sicher, dass Frau Brune getötet wurde? Ja, trotzdem gibt es bisher noch keine Leiche. Noch nicht.
Und im Haus wurde Erbrochenes gefunden. Kann das von Ihrem Mandanten stammen? Ja. Sie müssen das unbedingt auf Spuren von K.O.-Tropfen untersuchen. Das könnte seine These untermauern. Habe ich schon veranlasst. Sehr gut. Und Sie müssen unbedingt die Thea Heidmann befragen, wegen des Verdachts meines Mandanten. Okay. Ich rufe Sie gleich an. Ja. Komisch. Handy aus. Bitte was? Zuerst sorgt sie sich zu Tode um ihre Schwester und jetzt ist sie für die Polizei nicht erreichbar? Sie haben recht. So langsam kommt mir das Verhalten von Frau Heidmann auch sehr sonderbar vor. Kollege, bitte schickt sofort einen Streifenwagen zu Frau Heidmann nach Hause. Und wenn ihr sie dort nicht findet, lasst sie bitte sofort zur Fahndung ausschreiben. Wir müssen dringend mit ihr reden. Ja? Du Schlampe, du hast dich doch nur des Geldes wegen an meinen Mann rangemacht. Echt? Was meinst du denn dazu, Sebastian? Aber du bist nur ein Betthäschen für ihn, das sag ich dir. Das werden wir noch sehen. Du konntest ihm doch nie geben, was er sich gewünscht hat. Einen Sohn. Aber ich kann. Ich bin nämlich schwanger, du vertrocknete alte Kuh. Aber du Schlampe! Hey, hinsetzen, aber sofort! Warum machen Sie nicht endlich, wozu Sie hier sind? Na los! Was meinen Sie denn? Erschießen Sie das Miststück! Sind Sie bescheuert oder was? Hinsetzen und Klappe halten. Den Teufel werde ich tun. Verstehen Sie denn nicht? Hören Sie mir zu. Wenn Sie sie erschießen, dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin sie los und Sie zeigen der Polizei, dass Sie es ernst meinen. Sie sind doch völlig bescheuert, oder? Hinsetzen und Klappe halten. Sie Waschlappen, geben Sie mir die Waffe. Sie klappt hinsetzen, aber sofort. Das ist wie ein Kindergarten hier. Ihr seid alle bekloppt.